Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum nächsten Factorio-Tutorial. Heute werden wir uns ein bisschen was mit der Verteidigung beschäftigen. Und zwar habe ich hier gerade schon eine Forschung angeworfen. Wir erforschen uns die MG-Türme. Zudem haben wir natürlich hier unten noch Handfeuerwaffen. Wir haben ja quasi drei Slots. Und so standardmäßig haben wir immer nur eine Pistole und 10 Magazine dazu. Es ist leider eine friedliche Umgebung. Ich kann jetzt leider gerade auf nichts schießen hier. Aber wenn Feinde zu nah kommen, ihr seht auf jeden Fall, wenn sie euch angreifen, spätestens wenn sie euch beißen, dann drückt ihr einfach Space bzw. haltet gedrückt und automatisch wird immer der nächste Feind angegriffen. So, wir haben uns gerade die Geschütztürme erforscht. Die sehen wir hier hinten unter dem Militärreiter. Können wir hier einfach diese MG-Türme quasi bauen. Wir bauen zwar einfach zwei Stück, aber auch jetzt so schnell wieder die Einzelteile alle zusammen. Die Türmchen an sich dauert ein klein bisschen was länger wie die Zahnräder. Muss ein toller Geschützturm sein, ne? Aus 5 Zahnrädern. Voll der Hightech-Turm. So. Dann haben wir hier die Türme. Die platzieren wir einfach irgendwo. Und wir sehen, wir haben jetzt kein Tankstellensymbol, sondern eben diese zwei Streifen, die sollen nichts anderes darstellen wie Magazine. Und zwar brauchen diese Türme natürlich Munition. Wir sehen hier rechts im Infofenster Feuergeschwindigkeit 10 und Schaden keine Munition. Sprich, er kann einfach nichts machen. Wir haben jetzt hier unten unsere Munition, ich glaube mal gerade aus unserer Pistole was. Wir legen die jetzt einfach hier in den Turm rein, wir sehen, wie das hört auf zu blinken. Und quasi, wenn jetzt ein Feind kommt, können die Türme auf, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit schießen sie, 6, 7, 8 Felder vielleicht, verteidigen sie sich. Beziehungsweise alles, was dann so quasi uns zu nahe kommt. Zudem könnten wir natürlich eine Mauer bauen, aus Ziegelsteinen. Die würden wir dann in, ja quasi Kohle und Steine werfen wir in diese Schmelzöfen rein. Kommen daraus Ziegelsteine und können eben noch Mauern drum ziehen, dann können die Feinde auch nicht direkt an den Türmen vorbeilaufen, sondern müssen sich quasi erstmal durch die Mauer durchbeißen. In der Zeit können eben die Geschütztürme quasi ein bisschen was behaken. So, Munition gibt es ganz einfach hier hinten auch im Militärreiter. Wir haben hier die normale Munition und hier quasi Schrotpatronen, das ist dann halt dementsprechend, welche Waffen man benutzt. Also zum Beispiel die Pistolen und hier das Maschinengewehr, die benutzen diese normale Munition und die Schrotflinte halt natürlich diese Schrotpatronen. Die Geschütztürme, zumindest diese hier, benutzen auch ganz normale Munition. Die können die ganz einfach produzieren. Das dauert dann auch einen kleinen Moment. Und die wird dann nicht ins Inventar gelegt, nicht in die Schnellstartleiste, sondern wir kriegen sie direkt hier unten in unser Munitionslot geschoben. Also nicht wundern, wenn ihr Munition herstellt und ihr findet sie nicht. Die findet ihr aber direkt unten rechts wieder. Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch automatisieren. Ihr könnt quasi die Munition automatisch herstellen, in diesen Montagemaschinen per Fließband dann einfach an die Geschütztürme liefern, von Krähen reinliefern lassen und ja, quasi habt dann immer Sicherheit, da doch Munition drin ist, natürlich sofern immer Eisenplatten vorhanden sind. Dann könnt ihr auch, wenn ihr mal eine größere Fabrik habt und größeres Gelände und halt eben, was weiß ich, mehrere Dutzend Geschütztürme, dann müsst ihr nicht dauernd laufen und nachfüllen. Natürlich hält die Munition eine ganze Weile. Aber irgendwann wäre auch mal so ein 64er-Stack dann aufgebraucht und ja, ohne Munition ist so ein Turm natürlich recht nutzlos. Natürlich gibt es dann später noch Upgrades von den Türmen. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt so auf die Schnelle finden können hier. Da gibt es dann noch Türme, die eben nicht mehr mit der normalen Munition schießen. Zum Beispiel hier so eine Laserfeuerturmrate, Lasertürme genau, die können wir dann hier erforschen. Und die Lasertürme funktionieren eben nicht mehr mit Munition, sondern mit Strom. Ist natürlich der Nachteil, habt ihr keinen Strom mehr, habt ihr keine Verteidigung. Daher sollte bei Lasertürmen halt immer gewährleistet sein, dass ihr dann eben ausreichend Energieversorgung habt. Sprich nicht so viele, was weiß ich, Erzförderer und sonst was für Fabriken. Und halt vergessen, ja quasi euer Energienetzwerk zu erweitern. Sonst könnt ihr nämlich auch ganz einfach von Feinden überrannt werden. Ihr könnt natürlich auch beide bauen. Ihr könnt einmal mit Munition bauen und einmal mit Lasertürmen zum Beispiel. Ergänzt sich dann ein bisschen was. Ob das jetzt aber allzu sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Ich spiele bisher eigentlich immer in friedlicher Umgebung. Ich finde, man hat so vom Denken her auch erstmal noch genug damit zu tun, einfach so seine Fabrik aufzubauen, ohne dass dauernd irgendwelche Viecher kommen und einem da irgendwelche kompliziert ausgetüftelten Systeme wieder zerlegen. Und man muss erstmal wieder denken, oh, wie war das denn alles nochmal? Ja, auf jeden Fall, soweit so gut. Die Munition, wie gesagt, immer unten rechts. Ihr könnt sie rausnehmen, ihr könnt sie in eure Türme reinpacken. Und, ja. Achso, ja, zur Rüstung.
Ihr könnt natürlich auch Rüstung erforschen. Da müsst ihr natürlich dann die Verteidigungstechnik, die erste Stufe erforschen. Dann bekommt ihr eine leichte Rüstung. Nachher wertet sich natürlich noch auf hier zu, wo haben wir denn? Da irgendwo hier genau. Da haben wir Power-Rüstung oder Power-Rüstung 2. Und Exoskelett. Habe ich auch noch nie gebaut bisher. Bewegungsbonus 30%. Okay. Auf jeden Fall, so könnt ihr euch verteidigen. Türme natürlich oder eure Handfeuerwaffe zum Schießen. Und die Rüstung bewirkt natürlich in dem Sinne nichts anderes, wie dass ihr ein paar mehr Treffer einstecken könnt. Ich hoffe, das hat euch so ein klein bisschen weitergeholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns.